Hallo Daniel, willkommen am Spielenclub am Hirschstand. Erzähl mal, du hast Pixel News AT gegründet oder moderierst das? Ja, ich bin einer der Mitgründer. Und wir haben durch langes Diskutieren herausgefunden, dass ich der beste Moderator bin. Okay. Und die Idee ging von dir aus oder wer war ursprünglich? Nein, unser ursprünglicher Gründer. Halt der Gründer war eigentlich der Stefan. Okay. Er hat dann auch begonnen, die Website zu machen. Und der Dominik und der Simon sind uns dabei getreten und haben geholfen. Okay, ihr seid alle Schüler derselben Klasse oder Schule. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Es gibt ja schon einige Gaming-Seiten. Und ja, es gibt viele Gaming-Seiten, nur alle in Deutschland. Okay, deshalb wollten wir mal eine österreichische machen. Okay. Habt ihr einen speziellen Wien-Bezug oder wollt ihr für ganz Österreich zuständig werden? Darüber sind wir uns, glaube ich, noch nicht so im Klaren. Ich glaube eher, wir werden jetzt erstmal für Wien sein, aber später mal auf Österreich. Okay. War ein Lehrer involviert? War das ein Projekt, was ihr für die Schule ausmachen musstet? Oder Nein, eigentlich nicht, aber ich schätze, wir könnten das zu einer Diplomarbeit überspringen lassen, falls wir es wirklich durchziehen. Okay. Und ihr habt gestern die erste Sendung online geschaltet? Ja, der erste Podcast. Okay, habt ihr schon Feedback bekommen? Nein, eigentlich noch nicht. Okay. Also von unseren Klassenkollegen schon. Die haben sich's angehört. Ja, angeschaut und angehört. Ja. Und also es ist ein Videopodcast, verstehe ich das richtig? Ihr macht Videos, nicht nur Audio. Ja. Okay. Und die meisten haben halt gesagt, super Video. Ja. Aber selbst bin ich ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt. Selbst bist du noch nicht überzeugt. Also du hast noch keine UEFA-Angebote gekriegt oder von so deutschen Privatfernsehshows, dass sie einen neuen Moderator brauchen. Überhaupt nicht. Und kannst du erzählen vom Gaming-Background? Seid ihr alles Computerspieler in eurer Schule oder ist das eher eine kleine Clique, die Computer spielt und der Rest macht Sport oder so? Naja, kann man jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, die Hälfte aus unserer Klasse oder eigentlich mehr spielen Computer und gerne Computerspiele. Mhm. Aber der Rest spielt genauso Computer und Konsolenspiele? Ja, und Konsolen und alles Mögliche. Okay, gibt es Programmierer bei euch auch? Also einer macht ja die Website, hast du gesagt. Ja, HTML, ne? Ich glaube, zwei von uns können HTML oder drei. Mhm. Und der Rest lernt in der Schule derzeit programmieren. Was lernt ihr da? Derzeit lernen wir nur BlueJay. Hm? Derzeit lernen wir BlueJay und danach Eclipse. Okay, sehr gut. Ja, was sind eure Spiele? Seid ihr mehr so die Ego-Shooter-Typen oder so die Mannschaftssportler spielen? Jeder andere. Ganz unterschiedlich. Mhm. Wir haben uns überlegt, wir machen auch für die Website Let's Plays. Mhm. Da werde ich für Rennspiele und Xbox-Spiele zuständig sein. Der Dominik wird für 360 Xbox-Spiele, also Xbox 360-Spiele zuständig sein. Der Stefan wird dann für Strategiespiele sein und der Simon für Nintendo-Spiele. Also jeder das, was er selber gerne spielt, genau. Okay, wünsche euch viel Erfolg. Danke.